Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal unterwegs. Wir sind hier auf der Berlin Brettspielcon. Bei mir ist Helge Ostertag. Und Helge, hinter uns findet gerade das Gaia Blitz Turnier statt. Gaia Projekt ist ja dein neues Spiel zusammen mit dem Jens. Wir hatten auch schon darüber gesprochen. In Essen gab es ein bisschen Kritik hinterher, weil es so schnell ausverkauft war. Wie kam denn das Spiel bisher beim Publikum an? Ziemlich gut. Also ausverkauft ist ja immer toll. Natürlich hätte man gern mehr produziert, aber gut. Es ist ja auch weltweit produziert worden. Ich weiß nicht, ob es in allen Sprachen schon ausverkauft ist, aber für uns natürlich super. Es wird ja auch schon nachgedruckt. Also man kann das ja vorher nicht wissen, wie stark ein Spiel nachgefragt wird. Man muss das irgendwie so abschätzen. Und gut, da haben wir uns halt unterschätzt oder so, aber das ist ja eigentlich gut. Ja, uns hat es auch sehr, sehr gut gefallen. Jetzt sind wir hier und hier gibt es ein Blitzturnier, weil Gaia Projekt ist ja eigentlich ein Spiel, was sehr lange dauert, gerade zu viert. Wie kann man sich jetzt ein Blitzturnier vorstellen? Na, wir haben das vorher auch ein paar Mal getestet, also mit so einem Zeitnehmer, und immer im Spielerzug läuft halt die Zeit. Über die 6 Runden gesehen hat jeder Spieler für sich 20 Minuten Zeit. Und sobald man dann Zug gemacht hat, dann wird der Würfel halt weitergereicht. Und man sollte schon darauf achten, dass man doch möglichst bis in Runde 6 am Ende noch ein bisschen Zeit übrig hat. Sonst guckt man zu, wie die anderen Spieler zu Ende spielen. Und das ist natürlich wieder so ein Spiel, ähnlich wie Terra Mystica, wo die Leute jetzt schon anfangen, nach Erweiterungen zu schreien. Gibt es denn da von dir was in Planung oder hast du schon was überlegt? Kannst du dazu schon was sagen? Also fürs Gaia-Projekt haben wir erstmal nicht sofort jetzt was geplant. Wir denken vielleicht drüber nach, aber eigentlich sind wir jetzt erstmal bei einer zweiten Erweiterung von Terra Mystica, oder bin ich dran. Das ist eher so das nächste Projekt. Ich weiß es noch nicht, ob es für Gaia-Projekt noch mal eine Erweiterung gibt. Das warten wir mal noch ein bisschen ab. Ja, das wäre nämlich auch schon meine nächste Frage gewesen, die Terra Mystica-Erweiterung. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen genauer erzählen, was wird dazukommen, was können die Spieler erwarten? Also wir treiben das mit der Modularität noch mal weiter. Das ist ja jetzt hier schon ein bisschen dazugekommen beim Gaia-Projekt, dass das mehr wurde. Und für die neue Erweiterung von Terra Mystica ist es so, dass die bisherigen Völker damit dann nicht spielbar sind, weil es modulare Völker gibt. Die haben dann eine Grundfähigkeit, die zu Beginn der Partie zugelost wird. Die haben Festungsfähigkeiten, die man im Spiel erwirbt, und es wird neue Günste geben, es wird auch neue Technologien geben. Aber das ist, wie gesagt, also mit dem Grundmaterial spielbar. Die Figuren sind die gleichen, es kommen noch ein paar dazu, ja, Spezialgebäude. Es wird die Landkarten auch aus den anderen Erweiterungen oder aus dem Grundspiel geben, mit denen man spielen kann. Und ansonsten halt ganz neue Völker mit neuen Eigenschaften, um die es dann vor allem geht. Klingt auf jeden Fall sehr gut. Abschließend noch die Frage, wir sind ja jetzt hier auf der Berlin Brettspielcon. Erstmal, wie gefällt dir die Veranstaltung und wie wichtig ist es eigentlich für Spieler, dass man Turniere anbietet? Also ich bin zum ersten Mal hier. Mir gefällt es von der Location erstmal ganz gut. Da ich bislang jetzt eingebunden war ins Turnier, habe ich die anderen Sachen noch gar nicht so wahrgenommen. Das werde ich morgen aber zu Genüge tun. Aber die Atmosphäre finde ich sehr ansprechend. Leute auch ganz nett. Noch ein überschaubarer Rahmen, das ist ja auch mal ganz schön. Ja, und Turniere, würde ich sagen, die sind natürlich für ein Spiel insofern ganz gut, weil man dann durch ein paar Partien hintereinander doch durch eine Vorbereitung noch tiefer einsteigt in komplexere Spiele gerade oder auch bei anderen Spielen. Also egal wie komplex sie sind, man steigt tiefer ein und versteht Zusammenhänge besser. Es tut ein Spiel gut, wenn es viel gespielt wird, wenn die Leute sich da sehr mit auseinandersetzen. Und es ist natürlich auch gute Werbung. Ja, dann bleibt mir noch euch viel Erfolg jetzt noch für das Turnier, aber auch natürlich für die kommenden Erweiterungen und auch andere kommende Spiele vielleicht von dir zu wünschen. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das kurze Interview. Ja, vielen Dank, sehr gerne.